Ich zeige euch heute einen Schal mit einem Rippenmuster, das verzupft ist. Es ist ein Sommerschal. Ich verwende dafür von online die Arona. Das ist ein Bändchengarn. Das besteht zu 100% aus Baumwolle und hat eine Lauflänge von 230 Meter auf 100 Gramm. Also dieses Colorgarn ist auf 100 Gramm Knäulen gewickelt und für einen Schal, der ca. 17 cm breit ist und 150 cm lang, benötigt man 2 Knäuel, also 200 Gramm. Ich verstricke die Arona mit Nadelstärke Nummer 7. Ich stricke sehr locker. Es könnte auch sein, dass ihr die Nadelstärke Nummer 8 benötigt. Dann habe ich 2 Zupfnadeln von Pony. Und nun zeige ich euch noch, wie das Muster geht. Ich habe also 45 Maschen angeschlagen. Und stricke zunächst im Rippenmuster 3 Reihen. Also eine Masche rechts, eine Masche links im Wechsel. Also stellt euch vor, ihr habt nun die Hinreihe schon gearbeitet, die erste Rückreihe schon gearbeitet. Und nun folgen eben nochmal 2 weitere Reihen und dann beginnt das Zupfmuster. Wir verzupfen in jeder achten Reihe, in jeder sechsten Reihe, Entschuldigung. Wir enden auch wieder mit einer rechten Masche. Also die Rückreihe beginnt und endet mit einer linken Masche und die Hinreihe eben mit einer rechten. Die Randmaschen auf der Rückreihe links und in den Hinreihen rechts stricken. Da das Ganze 100% aus Baumwolle besteht, ist es eher so ein Übergangsloop. Also für Frühling oder den Herbst oder eben im Sommer, wenn die Abende etwas kühler werden. Und nun beginnt dann unser Zupfmuster. Also stellt euch vor, ihr hättet die Maschen angeschlagen und 3 Reihen im Rippenmuster gearbeitet, also mit einer Rückreihe begonnen und dann nochmals eine Hin- und Rückreihe im Rippenmuster. Man strickt zunächst eine Randmasche, dann eine Masche rechts, links, rechts, links. Nun kommen die Zupfnadeln zum Einsatz. Ich habe hier welche von Pony. Die sind wie ein U geformt, damit die Nadeln, die Maschen nicht von der Nadel rutschen. Die folgenden 5 Maschen lege ich nun auf eine Zupfnadel vor die Arbeit. Also eine rechte, linke, rechte, linke, rechte lege ich vor die Arbeit. Die folgende linke Masche
lege ich hinter die Arbeit. Und nun stricke ich die folgenden 5 Maschen mustergemäß ab, also eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts. Als nächstes stricke ich nun diese Masche der nach hinten gelegten Nadel links ab. Und nun sind diese Maschen auf der vorderen Zupfnadel an der Reihe. Auch mustergemäß abstricken, rechts, links, rechts, links. Und rechts. Dann habe ich also diese 11 Maschen nach links verkreuzt. Die linke Masche, die 1, liegt hier so quer über dem Zopf. Die liegt immer so als einzelne Masche. Die folgenden 13 Maschen nun mustergemäß abstricken. Links, rechts, links, rechts. Jetzt haben wir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nun kommt der zweite Zopf. Diese Verzopfungen finden also versetzt statt. Nun verzupfe ich diese äußeren Zöpfe und 6 Reihen weiter den inneren. Ich lege wieder 5 Maschen auf die Zupfnadel vor die Arbeit. Eine einzelne Masche hinter die Arbeit. Und dann stricke ich die folgenden 5 Maschen mustergemäß ab. Rechts, links, rechts, links, rechts. Und dann stricke ich die Masche der Zupfnadel, die nach hinten liegt, also diese einzelne, stricke ich links ab. Und nur noch die Maschen der vorderen Zupfnadel. Rechts, links, rechts, links, rechts. Und wir enden mit 4 Maschen mustergemäß. Links, rechts, links, rechts. Und eine Randmasche. Und nun folgen insgesamt 5 Reihen im Rippenmuster. Also einfach wieder die Maschen stricken, wie sie erscheinen. 5 Maschen, also eine Rückreihe, in der ich mich eben befinde. Und dann eine Hinreihe, Rückreihe, Hinreihe, Rückreihe. Und danach arbeiten wir die Verzupfung über den mittleren Zupfstreifen. So, ich habe nun 5 Reihen darüber gestrickt. Wie man zählen kann, wann die nächste Verkreuzung an der Reihe ist, möchte ich euch auch mal zeigen. Wenn man den Zopf leicht auseinanderzieht, erkennt man hier eine kleine Lücke, also in dieser Reihe ist die Verzupfung gewesen.
Wenn ich jetzt hier die linken Maschen zähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann weiß ich, dass jetzt wieder eine Verzupfung kommt. Also hier kann man sich gut dran orientieren. Hier gibt es auch eine kleine Lücke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nun wird der mittlere Zopf verkreuzt. Wir stricken also zunächst den Maschen mustergemäß. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Und nun arbeiten wir wieder einen Zopf, wie zuvor auch. Also die Zöpfe werden immer in die gleiche Richtung verzupft. Also 5 Maschen vor die Arbeit legen und eine linke Masche hinter die Arbeit. Dann 5 Maschen mustergemäß abstricken mit 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts. Dann die Masche der hinteren Zopfnadel links stricken. Und die Maschen der vorderen Zupfnadel wieder mustergemäß, 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links und 1 rechts. Und die restlichen Maschen der Reihe zu Ende stricken. Und so strickt man nun abwechselnd, also einmal die Verkreuzungen auf diesen beiden Zöpfen und einmal auf der mittleren in jeder sechsten Reihe, bis die 200 Gramm aufgebraucht sind oder eben wer einen kürzeren Schal möchte, eben schon vorher und dann die Maschen abkippen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.